Herzlich willkommen zu einem neuen Video an Election Day mit Broker Finmax. Ich handle 60 Sekunden und mein Starttrade beträgt 2000 Euro. Bevor ich mir einen Trade im MetaTrader 5 suche, schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Was sehen wir? Heute ist ein Feiertag in Japan. Heute waren Zinsentscheidungen im australischen Dollar. Zinsentscheidungen haben immer Auswirkungen auf alle Währungspaare, auf den ganzen Tag über. EZB-News und vor allen Dingen sind ja heute Wahlen in den USA. Anfängern rate ich, an solchen Tagen lieber nicht zu traden, da das Risiko höher ist als an gewöhnlichen Tagen. Out Japan sieht gut aus. 60 Sekunden eingestellt. Immer darauf achten, dass ja 60 Sekunden eingestellt sind. Ich bin drin. Und ich steige gleich nochmal ein. So, jetzt sollte eigentlich hochgehen. Steigen. Na, ich gehe noch mal rein. Nach meiner Strategie sind meistens die ersten beiden Trades schon im Gewinn. Ziel ist es, die ersten beiden Trades zu gewinnen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist das Chartbild nicht das Beste, nicht das Richtige, beziehungsweise sind News, wichtige News. Sieht gut aus. Aktuell. Die ersten beiden Trades sind im Gewinn. Rendite ist um diese Uhrzeit leider nicht so hoch, nur 68%. So, der letzte Trade ist deutlich im Gewinn. Sieht gut aus. Wer Fragen zu meiner Strategie hat, kann sich bei mir per Mail oder per Kontaktformular jederzeit melden. Mein Team und ich antworten in der Regel innerhalb eines Tages. Sieht gut. Bravo. Perfekt. Das war's für heute. Bis morgen.